Erfahrene ist 27 Jahre alt. 10 Kämpfe hat er bislang absolviert, 7 gewonnen, einen unentschieden gekämpft, 2 verloren. Er kommt aus dem Ultimate Gym Augsburg. Und in der blauen Ecke Vincent Ludwig, 26 Jahre alt, 12-mal gekämpft, 9 gewonnen, ein unentschieden. 2 Niederlagen und er kommt natürlich von der Oyakata Kampfsportakademie. Und er kommt auch schon mit einigen Titeln hierher. Iska, bayerischer Meister war er auch schon. Also da stehen schon Erfolge zu Buche. Das sind jetzt die Vorzeichen. So, wir sind live dabei beim ersten Titelkampf des heutigen Abends. Gekämpft wird 5x2 Minuten um die deutsche Meisterschaft nach Version der ISKA zwischen Rosario Giovane, dem Kämpfer in der roten Ecke, und Ludwig Vincent, dem Kämpfer aus der blauen Ecke. Gekämpft wird K1. Minus so. 75 Kilogramm. Und wie das so Usus ist beim nationalen Titel, es geht um die deutsche Meisterschaft. Hier erstmal der Gürtel, um was es geht. Und das ist das Objekt. Und wie das so Usus ist, der Begierde. Darf ich Sie alle jetzt bitten, sich zu erheben für die deutsche Nationalhymne. Das war die kürzere Version der deutschen So, den Kämpfern viel Erfolg, den Zuschauern ein Spektakel. Und wir freuen uns auf die erste Runde. Der Mann aus der blauen Ecke, der Lokalmatador, mit sehr großem Anhang. Der Kämpfer aus der roten Ecke, aus Augsburg. Ebenfalls eine beachtliche Fangemeinschaft hinter sich. Los geht's. Den ersten Frontkick, den zweiten Frontkick sehen wir von Vincent. Beide in der Normalauslage. War insofern kein Wirkungstreffer, aber mit zunehmendem Kampfverlauf. Jedes Mal ein Frontkick zum Körper. Sowas kostet Kraft, sowas kostet Luft. Giovane hat sich jetzt hier gut in der Ecke gestellt, kann aber die Position nicht halten. Und bekommt hier eine starke Antwort von Ludwig Vincent. Bisweilen 12 Kämpfe, 9-mal erfolgreich. Rosario hingegen 7-mal. Rosario bisweilen 7-mal erfolgreich in 10 Kämpfen. Hier die Ringeinteilung. Bislang von Rosario ganz gut, aber die Umsetzung lässt da noch ein bisschen zu wünschen übrig. Wir sind gespannt, Kai, ob das im zunehmenden Kampfverlauf
beziehungsweise ob die Einstellung da noch erfolgt. Ja, ein bisschen überhastet. Ja, ein bisschen überhastet, fällt auch hier weit in die Rücklage, daher auch das stetige Hinfallen. Ich behaupte mal nicht, dass es an der Oberflächenbeschaffenheit des Ringbodens liegt. Doch, das ist sehr glatt. Ich habe es vorhin ausprobiert. Warst du vorhin unten? Ja, es ist keine Ringplane, sondern... Ja, so eine Folie. Ja. Und Ende der ersten Runde. Die gebe ich dem Mann aus der blauen Ecke. Wie siehst du das, Kai? Nee, ich würde es ausgeglichen nehmen. Auch, das, war viel Aktion, auch das geht in Ordnung. Wobei ich persönlich jetzt den Vincent sehr variabel fand. Also er war sehr vielseitig. Ja, und wieder mit den Frontkicks. Ja, die Frontkicks, das ist... Da hast du auch schon Auge drauf geworfen. Ja, ich habe die schon im Visier. Ich muss aber ehrlich zugeben, wir waren dieses Jahr in der Vorbereitung in Holland und haben wirklich sehr, sehr viele Frontkicks geübt, auch sehr, sehr viele Frontkicks gesehen. Also ich muss auch sagen, ich habe da sehr, sehr großen, Gefallen daran gefunden. So, wir sind gespannt auf die zweite Runde. Schlagen und loslassen, sagt das Reglement. Es handelt sich hierbei um einen Pro-Am-Titel. Das ist der Titel in der B-Klasse. Die nächste Steigerung wäre dann der Pro-Titel. Da wird dann allerdings 5x3. 5x3 gekämpft und Rosario wird hier angezählt. Da geht's. Ja, um den Satz zu Ende führen. Als deutscher Pro-Am-Meister hast du noch die Möglichkeit, weiterhin in der B-Klasse zu kämpfen. Hast du einmal den Profititel gekämpft, dann gibt es kein Zurück mehr in die Klasse B. Sweep auch hier, also der Beinfeger ist nicht erlaubt. Ah, jetzt wird es ein bisschen wild, ein bisschen ungestüm in den letzten 10 Sekunden der zweiten Runde. Und Ende der zweiten Runde. Der Loki kam noch mit dem Gong. Das geht in Ordnung. Und er spürt die Loki schon. Der humpelt schon, ne? Das hat auch der Vincent gut erkannt und daher auch in der Schlussaktion nochmal die Bearbeitung der Innen- und Außenschenkel. Da war das Ziel weniger wichtig, denn die Richtung. Die Richtung war ganz klar Richtung Oberschenkel. Und diese Runde gewinnt er mit 10-8 Punkten. Man sieht auch schon leichte Errötungen vom Mann in der roten Ecke, vom Augsburger. Und du siehst auch hier wieder der Angriff direkt zum Oberschenkel. Ja, und zwar aus dem Infight heraus, ne? Aus dem Infight, aus der kurzen Distanz.
So, jetzt hält die andere Seite. Aber ich muss sagen, der Leo Benninger hat das ganz gut im Griff. Es macht natürlich auch einen Riesenunterschied, ob ein Kampfrichter erfahren ist, selber erfahren als Kämpfer. Auch hier, das war ein Wirkungstreffer zum Oberschenkel. Das hat Rosario gespürt. Es wird schwierig, auch das erkennt jetzt natürlich die blaue Ecke und wird sicherlich sofort wieder den Angriff. Der ist schon dicht. Der Auslagenwechsel wäre hier eine eventuelle Möglichkeit, um den Schaden zu vermindern. Jetzt ist natürlich jede Berührung mit Schmerzen verbunden. Ja, das ist schwer und zu Stress. Ende des Kampfes. Ja, war gut. War gut. War technisch sehr sauber, auch sehr mit Bedacht gekämpft. Und ein verdienter Sieg für Ludwig Vincent, den Mann aus Ingolstadt. Kampfrichter haben entschieden. Das offizielle Sieg nach Abbruch durch Kampfrichter für den Kämpfer in der blauen Ecke, Vincent Ludwig. Und den Gürtel, der neue deutsche Meister. Den Gürtel überreicht Dao Zibai persönlich, der ISKA-Präsident Germany. Ja, Kai, Glückwunsch an Vincent. Ja. Schöner Kampf. Ja, hat mir auch gefallen. Dann freuen wir uns auf den WM-Kampf zwischen Rafał Koziarski und Kilian Führer. Jetzt magst du selbst nicht sagen. Bin am Ende. Also die meisten wissen es ja. Ich habe mir erst vor einem Monat die Schulter ausgekugelt, links, und dadurch mussten wir die Technik umstellen. Dann danke an Mike und Chris, dass wir das so gut umsetzen konnten. Danke an euch, wie immer, ihr seid immer dabei, ihr seid die Allerbesten. Und danke an meine Frau, Schatz, ich liebe dich. Wir danken für diesen Kampf beiden Kämpfern. Großartige Show.